Sie ist die Addams Family. mit dem kalten Händchen. Ja. Und die passen in jedem Fall. Und sieht auch wirklich sehr gut aus. Das in dem Fall ist unsere neue BP Softshell Jacke, die der Warnschutznorm entspricht und sich jetzt etwas störriger da stellt. Wir sind ja hier offenbar jetzt auf einer neuen Baustelle, wörtlich gesehen zumindest. Die Kleidung ist für Baustellen geeignet. Warum interessiert Sie auch, dass es Kleidung für, ja, mit Warncharakter und Arbeitscharakter für Damen gibt? Cool. Ich führe mit meiner Schwester gemeinsam eine Baufirma. Ja, wir haben auch Bauleiterinnen. Man muss aber auch ganz klar sagen, in unserer Branche gibt es erst 10% Frauen, die tatsächlich in den technischen Berufen tätig sind. Das heißt, das Standardsortiment sind große Männerjacken und selbst wenn man Größe S wählt, ist es einfach wirklich, abgesehen davon, dass es optisch nicht schön ist, nicht sicher, weil man hängen bleibt, weil sich der Wind in der Jacke fängt, einem ist nie wirklich warm, ist einfach unpraktisch. Und könnten Sie sich vorstellen, wenn interessierte Damen wüssten, dass sie auch ordentlich bekleidet werden können, dass es vielleicht ein paar Prozent mehr werden? Das werden die Jacken alleine nicht schaffen, aber eins kann ich Ihnen garantieren, die 10%, die draußen unterwegs sind und Sicherheitskleidung brauchen, die werden Sie hier ganz schnell stehen haben. Steigen. So, ja, das war der Deal, oder? Kommen Sie mal her. Geht das? Ja. Das ist jetzt die Größe S. Wie gesagt, unsere neuen Softshelljacke, in dem Fall halt mit der Warnschutzfunktion, die der neuesten europäischen Warnschutznorm entspricht, der EN ISO 20471. Dann natürlich entsprechend tailliert ist, ja, und einfach auf die Darmbedürfnisse, den Darmschnitt einfach angepasst und abgestimmt. Das sieht ja schick aus, perfekt, wie zum Ski. Da können Sie ja auch auf dem Skihang mit Furore machen, oder? Auf der Farbe übersieht mich auch keiner, ne? Das ist garantiert. Praktisch finde ich die Taschen, weil man hat ja doch immer jede Menge Krempel dabei. Hier passt also mein Zollstock rein und mein Telefon wo? Das Telefon, hier? Sie haben mehrere Möglichkeiten. Entweder in den Seitentaschen, Sie können es natürlich auch vorne. Oder, was auch immer noch mal ganz charmant ist, Sie haben halt den Taschenbeutel der Seitentaschen, der so konstruiert ist, dass Sie die halt wirklich auch nochmal als Innentaschen nutzen können, die halt wirklich sehr weich sind und da wirklich alles unterbekommen, was man so grundsätzlich mit sich führt. Interessant sind halt auch immer nochmal die Detaillösungen, wie beispielsweise der Windfang im Ärmelsaum, wodurch dann halt beispielsweise der Wind nicht eingreift. Ich vermeide genau, was mich immer stört, dass ich rumlaufe wie ein kleiner Windbeutel. Genau. Oder die Kragenpartie, die auch gerade bei Frauen einfach entscheidend ist, damit der Halsbereich einfach schön warm eingepackt ist. Die Kapuze haben Sie nicht für mich. Die Kapuze gibt es so in dem Standard jetzt nicht. Da wird gerade überlegt, ob man eine optionale dann nochmal mit anbietet. Aber auch gar nicht so schlecht, weil auch damit bleibt man hängen. Und oft, gerade im Tiefbau, haben wir auch Helm. Im Gleisbereich bei der Deutschen Bahn ist es dann auch so, dass da eben keine Kapuzen getragen werden dürfen. Deswegen eben keine Kapuze, auch vor allem bei Wetterschutzprodukten. Und auch die Bekleidung, die Sie jetzt anhaben, die wird eben mit Trägerinnen der Deutschen Bahn gerade getestet. Nächste Woche sind wir dazu im Austausch zur Auswertung der Tragetests. Dann gucken wir weiter, ob wir eventuell so modifizieren. Und wir arbeiten ja unter rollendem Rad. Also ich würde die auch gerne testen. Weil ich habe auch gesehen, es sind keine Strippen. Was mir sehr gut gefällt, die müssen wir nämlich oft einfach abschneiden. Das ist modisch viel schöner genug so.